Bulgarien. Nun gut, zum Schluss wird abgerechnet, wir werden sehen. Die zwei anderen müssen noch insgesamt zwei Geräte erstmal bewältigen. So, Viva Seifert aus Großbritannien. Kommt zwar aus Großbritannien, tönt aber sehr bulgarisch. Der Name klingt auch nicht eben britisch. Also arg viel weiß ich über die junge Dame nicht. Karin, was verstehen Sie unter bulgarisch? Etwas dramatischer als jetzt, sagen wir mal, die russischen Mädchen. Ja. Die haben natürlich auch ihren Stil und tragen den gekonnt vor, aber bulgarisch ist in Anführungszeichen bedeutet, das Ganze doch noch extensiver zu bringen. Obwohl man sagen muss, die Bulgarinnen heute, die beiden Nachwuchsbulgarinnen, die da sind, haben auch ihren Stil wesentlich mehr verfeinert jetzt und sind technisch wesentlich stärker geworden als vor Jahren. Daneben gehen, dann ist die Übung verpatzt. Und mit dem Schlussbild verpatzt macht keinen guten Eindruck auf den Kampfrichter. Schnell drei Wertungen. Ranch, Holland, 8,50 mit dem Reifen. Tichon, Belgien, 9,10 mit dem